Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Wie gewohnt blicken wir am Ende der Woche nochmals zurück auf die Highlights. Land auf, Land ab sind unsere Politiker derzeit unterwegs. Der Grund dafür sind die Landtagswahlen, welche am 21. September über die Bühne gehen. Diese Woche war Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser zu Gast am Garnmarkt Götzis. Gemeinsam mit ZM3-Geschäftsführer Hermann Metzler und Standortmanagerin Isabel Bickel konnte sich Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser ein Bild von dem umfangreichsten Zentrumsentwicklungsprojekt machen, welches es derzeit in Vorarlberg gibt. Am Garnmarkt zeichnet sich durch seine zentrale Lage ein breites Angebot an Geschäften, Büros und Ordinationen sowie einer angenehmen Atmosphäre aus. Darüber hinaus wurde durch ein vielfältiges gastronomisches und kulturelles Angebot an neuen Plätzen und in der Flanierzone eine weitere Belebung des Ortskerns von Götzis erzielt. Rüdisser zeigte sich begeistert von der rasanten Entwicklung. Wenn man das Gelände kennt vor 2, 3, 4, 5, 10 Jahren und heute sieht, was hier abläuft, dann ist das schon sehr beeindruckend, mit welcher Gestaltungskraft und Kreativität dieses Zentrum von Götzis ausgebaut wurde. Man kann dazu nur gratulieren. Es hat sich überhaupt in den Innenstädten in den letzten Jahren in Vorarlberg etwas bewegt, aber der Garnmarkt ist sicher, man sagt neudeutsch, Benchmark für diese Entwicklungen. Das, was hier geschaffen wurde, auch unter Einbeziehung unterschiedlicher Formen der Architektur, unter Einbeziehung von Wohnen, gemeinnützigen Wohnbau, Arbeiten, das ist schon vorbildlich und für Götzis eine ganz tolle Sache. Mittlerweile haben sich am Garnmarkt über 65 Unternehmen mit insgesamt 450 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angesiedelt. Ebenso haben im Jahr 2013 die Erwachsenenbildungszentren Kathi-Lampert-Schule sowie die Volkshochschule ihre Tore eröffnet. Und auch wir sind mit Ländle TV ein kleiner Teil vom Garnmarkt Götzis. Soweit zum Besuch von Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser am Garnmarkt in Götzis. Vom 3. bis 7. September geht die 66. Dornbirner Herbstmesse über die Bühne. Diese Woche wurde das Programm für die Herbstmesse präsentiert. Neueste Trends, innovative Produkte, schwungvolle Unterhaltung, Spaß für Groß und Klein. Auf der Herbstmesse in Dornbirn bleiben keine Wünsche offen. Bereits zum 66. Mal präsentieren sich die Vorarlberger Wirtschaft sowie zahlreiche Unternehmen aus den angrenzenden Ländern auf der traditionsreichen Herbstmesse in Dornbirn. Das ist quasi die Mutter aller Messen in Vorarlberg. Sie findet zum 66. Mal statt. Sie ist der größte Marktplatz der Region, Vorarlbergs und des angrenzenden Auslands. Und wie es bei einem Marktplatz eben so gehört. Einerseits geht es ums Geschäft, es sind über 550 Aussteller mit dabei, aber es geht eben nicht nur ums Geschäft, es gibt auch gesellschaftliche Themen, die derzeit relevant sind, da gibt es einige. Das Thema Ehrenamt wird sehr stark präsent sein auf der Herbstmesse, auch das Thema der regionalen Ernährung wird ein großes Thema sein und eben diese Mischung aus Information, Unterhaltung, das bringt es und auch neu natürlich auch mit Unterhaltung das Thema Wirtschaftszelt und das Geselligkeitsthema, das wir heuer wieder ganz bewusst in den Mittelpunkt stellen, das wird die heutige Herbstmesse auch ausmachen. Also hier ist ganz bewusst so, dass es auch ein Volksfest ist die Herbstmesse. Deshalb gibt es zum Beispiel das Wirtschaftszelt neu, schön prächtig gestaltet, mit einer klaren musikalischen Ausrichtung. Hier geht es um Blasmusik von jung bis alt. Es gibt die Holzstoner, die ihre CD präsentieren, genauso wie die Dornbirner Blasmusikkapellen, die sich am Sonntag hier präsentieren. Es ist alles live und auch anspruchsvoll, das ist uns wichtig, aber es soll auch ein Volksfest sein. Die Messe ist sehr volksverbunden und das soll sich auch bei der Herbstmesse so zeigen. Back to the Roots heißt es also im Mooren Wirtschaftszelt. Rund 20 Musikkapellen aus Vorarlberg und dem benachbarten Ausland verschicken während der gesamten Messedauer ihre Blasmusikgrüße im Wirtschaftszelt. Ein weiteres Highlight ist die Messe in der Messe. Die erste Artenreich, die Vierländermesse für Forst, Jagd und Fischerei, bringt den Besuchern den Lebensraum Vorarlberg näher. Also alle, die sich um diese Themen irgendwo kümmern und die interessiert sind, sind eingeladen, sich das anzuschauen. Es gibt Produkte zum Jagen, Fischen, Förstern, gibt aber auch ein tolles Rahmenprogramm rund um diese Themen. Auch wenn man also nicht so der Jäger oder der Fischer, der Förster ist, kann man sich das anschauen auf der Messe. Ein neues Format, das wir hier exklusiv präsentieren. Neben den Schwerpunkten Ehrenamt, zurück zur Natur und der Artenreich dürfen sich die Besucher natürlich auch wieder auf altbewährte Themen wie Mode, Bauen und Haushalt freuen. Bei der 66. Dornbirner Herbstmesse vom 3. bis 7. September ist also für jeden wieder etwas mit dabei.
Eine Präsentation der etwas anderen Art gab es diese Woche in Hart. Die beiden Unternehmen Zima und I&R Wohnbau luden zur Vorstellung des Projektes am Dorfbach in das ehemalige Wolf-Areal. Und auch wir waren bei dieser Präsentation mit dabei. Die ersten Gäste ließen nicht lange auf sich warten und so füllten 250 Interessierte das Areal binnen kürzester Zeit. Das Projekt am Dorfbach in Hart ist ein Schulterschluss zwischen den beiden Unternehmen Zima und I&R Wohnbau. Die beiden Geschäftsführer blicken dem Projekt schon mit voller Freude entgegen. Die Firma I&R und die Firma Zima, die arbeiten schon einige Jahre miteinander und das hat sich wirklich bewährt und in dem Fall können wir auch jetzt schon zu dem Projektstand sagen, wir sind absolut auf Schiene und wir haben bis dato also überhaupt keine Probleme. Hier haben sich zwei Bauträger gefunden, die sich an ein wirklich sehr, sehr zentrales Projekt, eine sehr, sehr zentrale Liegenschaft in Hart gewagt haben, in einer Größenordnung von 14.000 Quadratmetern, die einen internationalen Architekturwettbewerb ausgeschrieben und ausgerichtet haben und hier ein für uns wirklich neuartiges und sensationell tolles Wohnprojekt entwickelt haben. Meistens sind Präsentationen von Immobilienprojekten eine trockene Angelegenheit. Bei der Projektvorstellung am Dorfbach in Hart der beiden Bauträger Zima und I&R Wohnbau ging es jedoch heiß her. In Zusammenarbeit mit Wollwäsche wurden edelste Dessous aus der aktuellen Kollektion präsentiert. Und das aus gutem Grund. Über Jahrzehnte hat der Wäschehersteller Wolf das Ortsbild von Hart geprägt. In Zukunft wird sich dieser Ort mit dem Projekt am Dorfbach zu einer Erweiterung des Zentrums und somit auch zu einem weiteren belebten Teil der Marktgemeinde Hart entwickeln. Diesen Sonntag startet die Saison der Damen vom FC Rot-Weiß Rankweil. Die Ziele, die sie sich gesteckt haben, sind groß. Saisonauftakt im Damenfußball in der zweiten Bundesliga West treffen die Mädels von Rot-Weiß Rankweil am Sonntag auswärts auf das 1B-Team von Wacker Innsbruck. Das Ziel vor dem ersten Ankick ist klar, nach zwei zweiten Plätzen soll es in diesem Jahr endlich mit dem Meistertitel klappen. Die Zielsetzung, was sich die erste Mannschaft von den Damen gesetzt hat zusammen im Verein, ist der erste Platz in der zweiten Bundesliga West. Eine Draufgabe wäre natürlich dann der Aufstieg in die erste Bundesliga. Das ist nicht so einfach, die Relegation, was man dann hat, aber ich denke, es ist machbar. Und wir von Rot-Weiß wünschen der Damenmannschaft alles Gute und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr in der ersten Bundesliga. Betreut wird die Mannschaft in dieser Saison von Gerald Krajic. Der ehemalige Profispieler von Austria Lustenau sieht im Damenfußball eine perfekte Plattform für seine Philosophie. Ich wollte schon mal meine Ideen des Fußballs ausprobieren, wie ich die umsetzen kann oder ob das passt, weil ich habe viele Trainer gehabt und habe mir gedacht, der Perfekte war nicht dabei. Und jetzt wollte ich mal schauen, ob ich meine Ideen umsetzen kann. Amateure wollte ich nicht oder eine Mannschaft in einer niedrigeren Liga wollte ich jetzt wenig übernehmen, weil mir das amateurhaft im Profifußball schon auf die Nerven gegangen ist. Bei Kinderfußball habe ich mir gedacht, na, das sind mir die ehrgeizigen Eltern, nicht ein Dorn im Auge. Und beim Profifußball wäre ich wieder im selben Radl gewesen. Von dem her war der Damenfußball perfekt für mich. Die perfekte Situation also für alle Beteiligten. Weiter verbessert wird die Lage auch durch die Verlängerung der Partnerschaft mit Olina Küchen. Olina ist ja einer der führenden Hersteller, Händler im Land für Haushaltsküchen. Und wie gerade eine neue Studie auch besagt hat, Kochen ist nach wie vor sehr weiblich. Über 70% der Damen sind in der Küche tätig, nach wie vor. Und da sind die Damen von Rot-Weiß Rankweil einfach der richtige Partner und der richtige Sympathieträger. Es ist also im wahrsten Sinne des Wortes angerichtet. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Sie sehen im Anschluss wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, tschüss. Die nächtlichen Regenfälle klingen am Sonntagmorgen langsam ab. Der Tag verläuft einigermaßen sonnig und kühl bei gelegentlichen Regenschauern. Am Montag ist es wechselnd bewölkt bei maximal 17 Grad und am Dienstag ist es wolkig bei Temperaturen von 11 bis 18 Grad.